Und damit melden wir uns zurück von der Bergstraße, vom Linzergassenfest, aus unserem Außenstudio von FS1 im Livestream. Neben mir Platz genommen hat Alf Altendorf. Alf Altendorf, einfach zu erkennen, du hast hier so ein FS1-T-Shirt an, hat also was mit FS1 zu tun, aber auch mit der Radiofabrik. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Alf, du bist seit wie vielen Jahren jetzt in Salzburg eigentlich? Hallo Max. Ja, ich bin seit 8 Jahren in Salzburg und wenn ich jetzt genau überlege, kennen wir beide uns seit 7 Jahren und haben gemeinsam dieses Fernsehen aufgebaut. Jetzt übernimmst du ja glatt die Moderation von mir, aber das sieht man mal, wie wir das hier gemeinsam auch gut machen. Aber du bist ja nicht gleich mit Fernsehen hier in Salzburg eingestiegen, in einer Karriere des Medienmachens, die schon früher begonnen hat. Wie kam es denn eigentlich, dass du dich mit freien Medien, Community-Medien, freiem Radio und freiem Fernsehen beschäftigen möchtest? Also ich beschäftige mich inzwischen seit 25 Jahren mit Community-Medien. Bin einer von den Leuten, der zwar in Wien und nicht hier in Salzburg Piratenradio gemacht hat. Wie das dann vorbei war, also wir sprechen da, damit sich die Seherinnen das vorstellen können, das war ungefähr in der ersten Hälfte der 1990er. Und im Kontext Fernsehen habe ich eines der frühesten österreichischen Privatfernsehprojekte mit so Community-Aspekten gegründet. Das heutige GoTV war einmal etwas, das ein bisschen ähnlich war wie wir jetzt, hat TEV geheißen. So ein bisschen wie der elektronische Falter mit vielen FM4-Leuten und wie auch immer. Und bin dann später beruflich hier nach Salzburg gekommen. Ja, und dann war erstmal eine Pause vom Fernsehen, dann warst du schon im Radio. Ja, jetzt habe ich noch vergessen, ich habe auch etwas mit der Okta-Entwicklung zu tun gehabt. Dazwischen, es war immer wieder Fernsehen und nach Salzburg hier bin ich aus rein beruflichen Gründen gekommen, eben um die Leitung des Community-Radios, Radiofabrik hier zu übernehmen. Und im Rahmen von dieser Leitung habe ich mit dir gemeinsam dann dieses Fernsehen aufgebaut. An der Stelle muss man sagen, die Radiofabrik ist eins der größten freien Radios in Österreich mit über 300 aktiven Sendungsmacherinnen. Es sind momentan, ich glaube, es sind so 340, 350 Leute. Ja. Das ist also jede Menge und wie gesagt, unter den doch einigen Radiostationen in Österreich, die den Community-Medien angehören, ist Radiofabrik doch, ich denke mal, ganz oben und vorne mit dabei, mit dem, wie ihr dasteht und welche Projekte ihr lanciert. Die Radiofabrik hat dann doch aus sich heraus beschlossen, habe ich gehört, in einer Klausur als eine Vision zu entwickeln, dass man doch auch ein Fernsehen machen sollte neben dem freien Radio in Salzburg. Wann war denn das? Das ist doch jetzt schon Jahre her oder ist das erst mit der Gründung entstanden? Die Radiofabrik, das war ganz interessant, war für mich auch ein Ansporn, hierher zu gehen. Hat als Organisationsname seit, glaube ich, 2002 die Bezeichnung Verein zur Förderung von Radio und von freien Radio- und Fernsehprojekten. Also das heißt, das steckt sogar im Organisationsname drinnen. Und wird auch so in den Statuten festgeschrieben. Das heißt, diese Organisation hatte immer den Auftrag, ein Fernsehen zu gründen. Es hat nur lange nicht geklappt. Ja, und darum hat es mich dann gefreut, dich kennenzulernen und dass wir das gemeinsam machen konnten. Du aus deiner Funktion im Institut für Medienbildung und mit anderen Partnern, um das möglich zu machen. Und heute können wir gemeinsam sagen, dass, ich glaube schon, 500 Leute hier in Salzburg freie Medien machen. Zu den 500 Leuten muss man noch dazu sagen, dass die Linzergasse feiert, aber mit der Linzergasse feiert die Bergstraße und mit der Bergstraße feiert auch FS1. Es ist heute nicht nur das Linzergassenfest, sondern auch das FS1 Sommerfest zum Geburtstag von FS1. FS1 4 Jahre alt in diesem Monat. Unser Studio eigentlich. Das Studio eigentlich. Ja. Das Projekt gibt es doch schon länger. Ich denke, Entwicklungszeiten und dazu sind jahrelang. Auch on air sind wir seit Februar. Aber das Studio, das wir dann in rasender Geschwindigkeit gebaut haben, wurde im Juni 2012 eröffnet. Und jetzt sitzen wir also da 4 Jahre später vor unserem Haus im Schanigarten quasi des Fernsehens und moderieren den Livestream an zum Linzergassenfest mit noch tollen Programmpunkten heute. Alf, wenn du die 4 Jahre zurückschaust,
Was wären so ein, zwei, drei Highlights in der Entwicklung von FS1, die du besonders gerne in Erinnerung behältst? Die Eröffnung unseres Studios war sicher ein ganz ein wichtiger Schritt. Erstens einmal war es beeindruckend, auch für mich, dass wir das zusammengebracht haben, ist auch ein großer Verdienst von deiner Seite, der das geplant hast. Ich bin jetzt hier die Moderation. Das macht nichts, man darf dich trotzdem auch loben. Also ein ganz ein wichtiger Milestone. Ich glaube, wir haben ein kleines, feines, top aussehendes Studio, für das wir immer wieder großes Lob bekommen. Nicht nur, weil wir uns untereinander loben, sondern auch von außerhalb. Also ganz, ganz wesentlich. Der nächste Milestone, ja, ich meine, auch wenn wir aktuell mit unseren Internetangeboten teilweise schwankende Erfolge feiern, also es ist nicht so leicht, sowas in Betrieb zu halten, aber dass wir auch uns entschlossen haben, selber On-Demand-Angebote zu machen, zuletzt auf YouTube zu gehen und so. Also ich glaube, wir sind, auch wenn wir quantitativ im Netz vielleicht noch nicht dort sind, wohin wir gehören, aber ich glaube, wir sind ein junges, sehr offenes Projekt, auch neuen Entwicklungen gegenüber. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir innovativ sind. Ja? Also mir fällt da jetzt so einzelne Punkte gar nicht so ein. Ich glaube, es war sehr kontinuierlich und ich hoffe, so wird das bleiben. Und wir haben ein unglaublich hungriges, junges Team. Wir beide sind ja schon auch ältere Hasen. Aber noch immer hungrig. Ja, aber noch immer hungrig. Und mit diesem Team an jungen Leuten immer wieder zu versuchen, solche Projekte im Rahmen des alten elektronischen Mediums, linearen Mediums, Fernsehen, immer wieder so zeitgemäß mit Impulsen zu versehen und es einfach auch an der Realität der Medien heute abzutesten, ist etwas, das macht einen großen, großen Spaß, auch wenn es immer wieder Schwierigkeiten gibt, aber das gehört dazu. Du hast jetzt was Interessantes gesagt, dieses lineare Medium, Fernsehen, dem stehen die Online-Angebote gegenüber. Wir haben gemeinsam, glaube ich, jetzt über Jahre auch schwer gearbeitet, da das Online-Angebot als Fernsehen, als Teil des Fernsehens gar nicht so wahrgenommen wird. Wie siehst denn du die Zukunft von Fernsehen? Bleibt es beim Fernseher oder geht es darüber hinaus? Ich glaube, dass das Fernsehen schon eine gewisse mediale Brückenfunktion zwischen dem quasi linearen Medium Film, der mit einer gewissen Länge auch in der Blackbox rezipiert, also in einem dunklen Raum, und diesen Clips, die eigentlich Online-Fernsehen ausmachen, mit nicht länger als 30 Sekunden, ganz kurze, interessante Eye-Catcher. Fernsehen bewegt sich für mich hier irgendwo in der Mitte. Und es ist schon interessant. Einerseits sinkt die klassische Nutzung des Mediums Fernsehen bei den jüngeren Generationen kontinuierlich signifikant. Ich habe aber auch immer wieder ein Feedback bekommen von 20-Jährigen, die plötzlich sagen, ja, irgendwie ist es auch ganz entspannend, weil man nichts tun muss. Zum Beispiel die Stefanie Sargnagel, die man vielleicht kennt, eine von den jungen, extrem frechen Autorinnen Österreichs, gerade beim Ingeborg-Bachmann-Preis lesend, glaube ich, als Starterin. Und von der stammt genauso dieser Spruch, ja, sie findet das einfach lässig, weil da muss man nichts tun, online muss man herumklicken und Fernsehen bildet, weil man sucht sich nicht aus und weil man sich nicht aussuchen kann, stößt man auf Inhalte, die einem einfach serviert werden. Und ich glaube, das ist schon eine Stärke des Mediums. Und die Verantwortung des Mediums. Ja, und mir geht es in meiner eigenen Rezeption, wenn ich eigentlich auch so, Internet hat für mich viel mehr was mit Arbeit zu tun. Ich muss suchen, ich muss mir überlegen, was brauche ich. Und im Fernseher schaltest du ein, selbst durch die Channels und lässt dich überraschen. Und das ist schon cool. Und ich glaube, wir sind ein überraschendes Projekt. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Fernsehen ist cool. Fernsehen wurde totgesagt vor Jahren schon, als ich begonnen habe zu studieren. Jetzt sitze ich mitten in einem Fernsehprojekt, das wir auch noch als cool und innovativ bezeichnen dürfen, in der Bergstraße. Vielen Dank, Alf, für das kurze Gespräch. Wir machen eine kurze Pause und ich wünsche noch viel Spaß beim FS1 Sommerfest. Kommt doch mit.
Ja, kommt's alle mit. Kommt's alle hierher. Hierher, auf die Couch. Nicht nur mit. Kommt alle her und feiert mit. Der Freudsche Versprecher. Wir sind hier so schnell unterwegs, da vergessen wir sogar die Worte. Bis später. Bis später. Tschüss.